Das Start-up Helix aus den Niederlanden entwickelt zusammen mit Tama ein Recycling-System für Bindegarn und Wickelnetze. Das zum Beispiel in Frankreich gesammelte Material wird zunächst vorsortiert und von Fremdkörpern befreit, da solche Steine natürlich große Schäden an den Maschinen verursachen würden. Anschließend kommt das Bindegarn für die erste Zerkleinerung in einen Schredder, bevor der nächste Reinigungsschritt ansteht. So aufbereitet gelangen die Fasern in eine gigantische Waschmaschine, die auch Verunreinigung zwischen den Filamenten entfernt. Nach einem weiteren Zerkleinerungsvorgang werden die getrockneten Fasern dem sogenannten Extruder zugeführt. In dem großvolumigen Zylinder wird das Material durch die Verdichtung der Extruderschnecken sowie der entlang des Zylinders angeordneten Heizung allmählich aufgeschmolzen, bevor es einen Schmelzefilter passiert und auch unerwünschte Gase, die sich während des Schmelzvorgangs bilden, entfernt werden. Im letzten Schritt wird die extrudierte Polymerschmelze durch die Löcher einer beheizten Granulierdüse gepresst und von rotierenden Messern abgeschnitten. In einem Wasserbad kühlt das Granulat ab und erstarrt. Vom Granulatentwässerungssieb gelangen die Pellets zu einer Trockenzentrifuge, bevor sie in der Absackstation in Big Bags gefüllt werden. Im Labor von Helix wird natürlich permanent geforscht, wie man die Aufbereitung vereinfachen und die Qualität des Rezyklates weiter verbessern kann. Schließlich soll das auch bei der Bindegarn- und Netzproduktion von Tama wieder eingesetzt werden.